So, Freunde, eigentlich sollte ich ganz woanders sein, aber ich mache hier quasi, damit ich nach dem Mond nicht nochmal in die Zeit zurückreisen muss, wegen einem einzigen Herzteil, mache ich hier ein kleines Zwischenvideo und hole mir das letzte Herzteil mit Hilfe der Maske der Liebenden, die wir eben erhalten haben, von Anju und Kaffei. Und besuche den Bürgermeister, Herrn Doteur. Der ist hier drin im Konferenzsaal und hat nur Stress. Die Maske der Liebenden, was für ein schönes Andenken. Also muss ein junges Paar geheiratet haben. Ich frage mich, ob meine Frau auch geflohen ist. Was? Was hast du eben gesagt? All unsere Sorgen, bla. Aber Herr Bürgermeister, ist egal, die Maske der Liebenden. Also hier ist ewiges Gebabbel. Nur mit der Maske der Liebenden retten wir quasi den Bürgermeister vor seinen anstrengenden Aufgaben. Ich danke dir dafür, dass du es mir ermöglicht hast, diesem sinnlosen Gequatsch ein Ende zu setzen. Genau deswegen. Erwachsene sind alle so stur. Es ist eine wahre Schande. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Der 19. Herzcontainer. Ja. Wird noch schnell ins... Dingsterbumster eingetragen, ins Büchelchen. Gut. Leute, somit habe ich auch alles. Ich habe alle Masken, also die da unten, dazu kommen wir im Mond. Ich habe alle Gegenstände, sowieso alle Eulen überall aktiviert, alle Lieder, mein Bomber-Notizbuch. Was ist denn hier los? Warum gibt es denn da keinen Orden? Egal. Sonst habe ich alles im Bomber-Notizbuch gemacht. Hab den Riesenköcher, die Riesenbombentasche, Spiegelschild und so weiter und so fort. Gleich geht's weiter mit den letzten Hindernissen in Zelda, nämlich vom Mond. Bis dann. Okay, liebe Zuschauer und Abonnenten, jetzt wird's ernst bei Zelda. Die letzten Meter. Schwester! Tail! Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon. Rasch, die vier, die dort gefangen sind, bring sie her. Buff. Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee. Ausrufezeichen. Jetzt reicht's. Ich werde nicht zulassen, dass dein Plan aufgeht. Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden. Hehe. Seht nach oben. Versucht doch, das Unabwendbare zu verhindern. So, Freund. Mit was du jetzt nicht gerechnet hast, ist... dass ich alle vier... keine Ahnung, alle vier Riesen gerettet habe und spiele den Gesang des Himmels. Erscheinen sie auch.
lassen wir mal die Grafikfehler außer Acht. Die gigantischen Zweibeiner mit einer Nase. Sie es schaffen, zu viert den Mond aufzuhalten. Ja, geschafft. Er ist stehen geblieben. Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Schwester! Tail! Wir haben es gerade noch geschafft. Die Götter waren uns gnädig. Hey, Horrorkid, hast du nun erkannt, was du im Begriff warst zu tun? Warte, Schwester, sei nicht so hart mit dem Horrorkid. Tail, warum nimmst du ihn in Schutz? Er hat dich doch nur schlecht behandelt. Du solltest ihn dafür hassen. Das Horrorkid. Es war nur einsam. Er hat versucht, alles zu zerstören. Nicht gerade die Art, wie sich ein einsames Kind benehmen würde. Es war die Maske. Ja, immer die Maske. Die es dazu trieb, das Horrorkid konnte diesen Mächten keinen Widerstand bieten. Es war zu viel für ihn. Quatsch nicht rum. Mach einfach... Ja. Aber Vorsicht! Die Maske lebt. Eine Marionette, die nicht länger benutzt werden kann, ist nichts mehr wert als Abfall. Der Part dieser Marionette ist nun vorüber. Das kann nicht sein. Was geschieht nun mit dem Mond? Erstmal wird die Maske in den Mond gebeamt. Besser gesagt, reingesaugt. Ich bin, um zu verzehren, alles. Jetzt geht er ab dem Mond. Wah, das ist gar nicht gut. Wir müssen hier weg. Rasch, die mit der Zeit, die mit der Zeit. Scheiß dich nicht voll. Wir gehen in den Mond und machen endlich alles platt. Oh nein, du machst wohl Witze. Sag nicht, dass du da hinauf willst. Ein Slugsy macht keine Witze. Vergiss es, du kannst nicht alleine gehen. Ich werde gehen. Wie, was? Was sagst du da, Tail? Was ist nur los mit dir? Ich will nicht immer davonlaufen. Wäre ich stärker, hätte ich das alles verhindern können. Du bist eine Fee. Was willst du stark sein? Stark leuchten kannst im Dunkeln, mehr nicht. Ich verstehe, wir werden gehen. Oh, richtig stur. Bla, können wir jetzt da endlich mal rein? Hallo? Danke, Link. Jetzt sind wir auch im Mond. Und ja, Leute, wer es immer schon mal wissen wollte, so sieht es in einem Mond aus. Mit eigener Sonne, mit eigenem Baum, mit eigenem Ökosystem. Klar!
Hier gibt's nichts außer einer Riesenwiese mit einem Baum in der Mitte. Hier sitzt auch das Horror-Kit, Maskenkind. Und vier rennen außen rum. Und mit jedem können wir sprechen und ein kleines Spielchen machen. Fang ich doch gleich mal mit dir an. Ach, schönes Wetter findest du nicht auch? Masken, du hast viele davon. Bist du auch ein Maskenverkäufer? Dann werde ich mit dir spielen. Also, die Masken, gib mir welche. Jetzt können wir hier all unsere Masken, die wir gesammelt haben, außer den dreien hier, eintauschen. Und dafür Spiele spielen.